Heute spreche ich über die Gründe, warum man trockene Haare bekommt und was man dagegen tun kann. Ja Leute, wenn Haare kaputt, dann Haare kaputt. Dann kann man nichts mehr machen, Leute. Das muss man einfach an dieser Stelle schon mal sagen. Das sollte einem auch bewusst sein. Wenn die Haare tatsächlich kaputt sind, ja, dann müssen sie abgeschnitten werden. Denn aus kaputten Haaren kann man keine neuen Haare wieder machen. Ich spreche heute über die Gründe, warum man kaputte Haare bekommt und was man dagegen tun kann. Beziehungsweise was man tun kann, um den Haarzustand zu verbessern, dass man halt keine kaputten Haare bekommt und die abschneiden muss. Erster Punkt, zu oft shampoonieren. Wenn du schon länger auf meinem Kanal bist, dann weißt du ganz genau, dass Shampoonieren deine Haare austrocknet. Und wenn du das tagtäglich machst, kannst du dir vorstellen, was mit deinen Haaren passiert. Tagtägliches Shampoonieren und tagtägliches Haarewaschen mit Shampoo bedeutet, deine Haare trocknen aus. Umso mehr deine Haare austrocknen, umso schneller besteht die Gefahr, dass deine Haare kaputt gehen. Dementsprechend nicht so oft shampoonieren, maximal, wirklich maximal 2 bis 3 Mal die Woche kann ich dir empfehlen. Und wenn du deine Haare shampoonierst, nutze ein mildes Shampoo, was deine Haare vielleicht nicht ganz so arg austrocknet. Und ich packe dir einfach mal in die Infobox auf passende Produkte rein, ein passendes Shampoo rein, was mild zu deinen Haaren ist und was deine Haare nicht ganz so schnell austrocknet. Und denk dran, das Shampoo gehört auf die Kopfhaut, nicht in die Haare, nicht in die Länge rein. Denn du möchtest mit dem Shampoo als allererstes mal deine Kopfhaut reinigen. Und wenn du dann das Shampoo von deiner Kopfhaut abspülst, dann reinigst du automatisch natürlich auch die Längen deiner Haare, denn das Shampoo geht ja dann auch durch die Längen durch. Von daher immer dran denken, das Shampoo auf die Kopfhaut schön einzumassieren und nicht in die Längen. Zweiter Punkt, warum Haare relativ schnell kaputt gehen können, ist zu viel Hitze. Ja Leute, es gibt tatsächlich Menschen da draußen, die glätten sich tagtäglich ihre Haare auf volle Pulle oder föhnen ihre Haare tagtäglich wirklich richtig heiß trocken. Und klar, das macht die Haare natürlich kaputt. Denn trockene Haare werden irgendwann zu kaputten Haaren. Das wiederum bedeutet für dich, versuch einfach nicht so viel Hitze an deine Haare ranzulassen. Versuch auch zum Beispiel, wenn du deine Haare tagtäglich föhnst, trocken föhnst, einfach mal auf eine mittlere Wärmestufe zu föhnen oder vielleicht auch einfach mal kalt zu föhnen oder Luft trocknen zu lassen. Wenn du Hitze verwendest, allerdings immer einen Hitzesputz mitverwenden, falls du Hitze an deine Haare dran lässt, aber am besten Hitze komplett von deinen Haaren vermeiden, damit deine Haare nicht austrocknen und dementsprechend auch nicht kaputt gehen. Der dritte Grund, warum Haare kaputt gehen können, ist das Trockenrubbeln, das extreme Trockenrubbeln von nassen Haaren. Denn wenn du das machst, dann strapazierst du deine Haare enorm. Denn deine Haare sind eh gerade empfindlich, weil sie gerade nass sind. Du kommst vielleicht gerade aus der Dusche. Und wenn du sie dann trocken rubbelst, dann besteht die Gefahr, dass du deine Haare wirklich kaputt machst und deine Haare wirklich überstrapazierst, sodass sie irgendwann kaputt gehen. Deshalb versuch deine Haare nicht trocken zu rubbeln, wie eben schon gesagt, zum Beispiel an der Luft trocknen. Oder wenn du deine Haare zum Beispiel mit dem Handtuch einfach irgendwie trocken machen möchtest, versuch deine Haare einfach vorsichtig mit dem Handtuch abzutupfen, damit sie halt dementsprechend nicht kaputt gehen können. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu viel Haarspray. Wenn du jemand bist, der tagtäglich Haarspray verwendet, dann solltest du einfach mal ein bisschen weniger davon nehmen. Zum einen ist es halt so, dass sofern du Haarspray tagtäglich verwendest, Haarspray verklebt halt deine Kopfhaut. Das bedeutet, wenn deine Kopfhaut verklebt ist, dann können deine Haarwurzeln einfach nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen. Heißt, die Haarwurzeln werden nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt, was sie aber brauchen, und kannst dir ja vorstellen, was dann passiert. Außerdem ist es halt auch so, dass in Haarspray Alkohol drin ist. Ja, das bedeutet nicht, dass deine Haare anschließend betrunken sind, ja, sondern dass deine Haare einfach auch zusätzlich durch das Haarspray nochmal ausgetrocknet werden, weil halt dort Alkohol drin ist. Dementsprechend mein Tipp an dieser Stelle, versuch einfach auf Haarspray zu verzichten. Falls du das nicht kannst, nimm einfach ein bisschen weniger und achte darauf, dass du ein gutes Haarspray nimmst. Der nächste Punkt, warum Haare kaputt gehen können, ist keine Haarpflege. Viele Männer haben einfach keine Ahnung von Haarpflege und das schließe ich mein früheres Ich von vor 6 Jahren mit ein. Ich hatte auch keine Ahnung, bevor ich mir meine Haare lang wachsen lassen. Das bedeutet, du solltest auf jeden Fall Haarpflegeprodukte in deine Pflegeroutine integrieren, wie zum Beispiel Conditioner. Gerade dann, wenn du deine Haare lang wachsen lässt, dann wird Conditioner eh dein bester Freund, oder auch ein Haaröl. Das ist kein großes Ding, einfach mal ein paar Tropfen Haaröl in deine Haarspitzen zu geben. Das geht wirklich richtig schnell und das tut deinen Haaren richtig, richtig gut. Oder gerade wenn du lange Haare hast, auch hin und wieder einfach mal eine Haarmaske verwenden, um deinen Haaren einfach die nötige Feuchtigkeit zu geben und deine Haare auch einfach von innen heraus zu unterstützen. Denn wir wollen nicht nur durch Haarpflege einen guten Zustand der Haare erreichen, sondern wir wollen diesen guten Zustand der Haare natürlich auch beibehalten. Das bedeutet, Routine, ja, also eine gute Haarpflegeroutine zu integrieren mit zum Beispiel Haaröl oder einer Haarmaske oder auch Conditioner und das dann auch konstant durchzuziehen, also konstant weiterhin diese Haarpflegeroutine in deine komplette Pflegeroutine zu integrieren, damit der Zustand der Haare auch konstant gut bleibt. Der nächste Grund, warum Haare kaputt gehen
können, gerade wenn man lange Haare hat, ist, wenn man seine Haare einfach zu streng zusammenbindet. Den Fehler habe ich auch am Anfang gemacht, als ich lange Haare hatte. Ich habe einfach meine Haare viel zu streng zusammengebunden. Und wenn das der Fall ist und deine Haare zu streng zusammenbindest, dann kann es sein, dass deine Haare einfach abbrechen und kaputt gehen. Das möchten wir natürlich nicht. Aus dem Grund, deine Haare nicht ganz so streng zusammenbinden. Und wenn du zum Beispiel auf Haargummis zurückgreifst, die zum Beispiel so ein Metallstück haben oder die einfach zu eng sind oder zu stramm sind, dann kann es natürlich auch sein, dass du die Haare ausreißt oder einfach Haare abbrichst. Deshalb empfehle ich dir, auf solche Haargummis zu verzichten und einfach Haargummis zu nehmen, wie zum Beispiel diese Baumwollhaargummis hier, die einfach vom Tragekomfort her wesentlich angenehmer sind und die einfach auch zu deinen Haaren wesentlich sanfter sind. Der nächste Punkt, Leute, glasklar, und zwar schlechte Haarstyling-Produkte. Es lohnt sich wirklich einfach mal, sich mit den Haarstyling-Produkten auseinanderzusetzen. Denn die Haarstyling-Produkte, die überwiegend in der Drogerie verkauft werden, sind voller Chemie, voller synthetischer Zusätze und das möchte man nicht für seine Haare. Ja? Man möchte ja auch lange was von seinen Haaren haben, man möchte nicht seine Haare irgendwie überstrapazieren. Deshalb ist es wirklich wichtig, einfach auf gute Haarstyling-Produkte zurückzugreifen, die bestenfalls auch nicht nur deine Haare stylen, sondern gleichzeitig auch noch pflegen. Heißt, achte wirklich darauf, was für Styling-Produkte du verwendest. Bestenfalls verwendest du Styling-Produkte, die halt deine Haare nicht nur stylen, sondern auch pflegen. Und wenn du keinen Bock dazu hast, ja, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kein Problem, dafür bin ich auch da, dann abonniere einfach meinen Kanal. Wenn du zum Beispiel schuppige Haut hast oder auch vielleicht auch rissige Nägel, dann könnte ein anderer Grund für kaputte Haare auch ein Nährstoffmangel sein. Wenn das bei dir der Fall sein sollte, also wenn du zum Beispiel zusätzlich auch schuppige Haut hast oder rissige Nägel hast, dann achte mal darauf, was du isst. Und beschäftige dich einfach mal mit dem Thema Ernährung ein bisschen mehr, denn es gibt einige Lebensmittel, die einfach auch wirklich hilfreich sind, um gesunde und gute Haare zu bekommen. Heißt, eine Ernährungsumstellung wäre zum Beispiel eine mögliche Option oder auch Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wie zum Beispiel Biotin und Zink, um deine Haare halt vernünftig zu stärken und deine Haare einfach gesund werden zu lassen. Außerdem ist Zink und Biotin auch nicht nachteilig für deine Hände und für deine Haut. Also Hände und Haut können auch davon richtig profitieren. Ein anderer Grund für kaputte Haare könnte unter anderem auch falsche Haarpflege sein. Was meine ich damit? Bestes Beispiel, wenn du zum Beispiel Haare hast, die sehr schnell entfetten. Ja? Also die sehr schnell trocken werden und sehr schnell entfetten und du dann noch zusätzlich noch ein entfettendes Shampoo auswählst und deine Haare mit einem entfettenden Shampoo wäscht, dann kannst du dir vorstellen, was dann passiert. Das Ganze ist natürlich kontraproduktiv. Das heißt, du solltest dich erstmal damit beschäftigen, was für Haare du hast. Du musst wissen, was für Haare du hast. Hast du zum Beispiel Haare, die sehr schnell fettig werden, ja, dann macht ein entfettendes Shampoo möglicherweise Sinn. Bedeutet, beschäftige dich einfach damit, was für Haare du hast, ja, und versuch deine Haare so ein bisschen besser zu verstehen, damit du darauf basierend dann dementsprechend die passende Haarpflege auswählen kannst. Oh Leute, der nächste Punkt ist eine heikle Sache und zwar Finger weg von Farbe. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel Lust hat, seine Haare jetzt von schwarz auf komplett platinblond zu färben, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass deine Haare irgendwann kaputt sind. Denn da werden die Haare unfassbar strapaziert und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass deine Haare davon einfach kaputt gehen und abbrechen. Ein Kollege von mir hat das tatsächlich gemacht, hatte komplett schwarze, schöne italienische Haare, wollte sie platinblond färben und was ist passiert? Alle Haare sind abgebrochen und ihm sind seine Haare tatsächlich komplett ausgefallen. Das ist natürlich eine Komplettkatastrophe, deshalb empfehle ich dir, wenn du Farbe haben möchtest, zum Beispiel deine Haare irgendwie highlighten möchtest oder sonst was machen möchtest, sei einfach vorsichtig damit und komm nicht auf die Idee, deine Haare von einer Haarfarbe komplett zu einer anderen Haarfarbe zu färben, denn das könnte tatsächlich ein Grund dafür sein, warum du kaputte Haare hast. Ein anderer Punkt für kaputte Haare könnte möglicherweise sein, dass du deine Spitzen vergisst. Was heißt das? Du musst hin und wieder natürlich auch mal deine Spitzen schneiden. Gerade dann, wenn du zum Beispiel deine Haare lang wachsen lässt und du lange Haare hast, solltest du deine Spitzen nicht vergessen. Denn was passiert, wenn du deine Spitzen vergisst und du zum Beispiel Spliss an den Enden hast, dann kann es sein, dass dieser Spliss einfach hochzieht an deinen Haaren und deine Haare irgendwann komplett kaputt sind und dann abgeschnitten werden müssen. Das möchtest du natürlich nicht. Deshalb hin und wieder einfach mal die Spitzen schneiden. Es muss auch nicht unbedingt sein, dass du deine Spitzen schneidest. Ja? Also du musst einfach auch deine Spitzen anschauen und überprüfen, hey, müssen die gestutzt werden oder brauchen die aktuell keinen Schnitt? Gerade wenn du dich in der Phase befindest, wo du deine Haare aktuell lang wachsen lässt, würde ich meine Spitzen erstmal nicht schneiden. Auf jeden Fall so lange nicht, solange alles noch gesund und munter ist. Erst dann, wenn die Spitzen wirklich porös werden, einfach ein bisschen spröde werden und du das Gefühl hast, dass die Spitzen geschnitten werden müssen, dann solltest du deine Spitzen schneiden. So Leute, jetzt kennt ihr auf jeden Fall einige Gründe, warum man kaputte Haare bekommen kann. Die Lösungen dagegen liegen meistens immer klar auf der Hand. Falls das mal nicht der Fall sein sollte, zum Beispiel beim Thema Haarpflege und du dir vielleicht ein bisschen unsicher bist, wie gesagt, abonniere den Kanal, schau auch unten in die Infobox rein. Ich verlinke euch da ein paar gute Produkte, um eure Haare einfach wieder in Form zu bekommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit gesunden, guten und starken Haaren.